Okay, wir haben 50 Packs, Chat. Ich habe sehr viele Packs. Da sind auch viele schlechte dabei, weil ich habe sehr viel Ligen-SBC gemacht. Ihr seht, es sind auch viele Müll, aber auch viele gute Packs. 82 plus. Auch hier viele so kleine Packs. Ne? Hier so aber es sind 6 seltene. 81 plus. 2 Dreier-Sets habe ich noch. Ich habe hier ein paar 81er-Packs und hinten halt nochmal. Und ich habe noch meine Rivals Rewards. Also wir haben richtig viele Packs. Dann machen wir erstmal die Tradable auf. Walkout, der erste. Alter, Oblak. Oder ne, Handanovic. Digga, nach 15 oder 20, nach 20 Packs oder 15 Packs. Der erste. Das ist tauschbare dann. Digga, Walkout! Ah, okay, du noch was. Okay. Nehme ich mit, wenn es tauschbar ist. Nehme ich mit. Kalo Navas, 88er. Ja, nimm mal mit. Megapack, 82 plus. Come on. Wieder Walkout. Aber kein großer. Dybala. Aber läuft. Läuft jetzt. 87er Dybala, solange Walkouts kommen. Alles tauschbar auch, ne? Irgendwie gehören die tauschbar. Oh, 2 Walkouts. Ist gut, Jungs. Ich mach Coins hier. Boah. Erstmal 25 Cardback. Mach erstmal die Tauschbahn alle auf. Ich habe irgendwie keinen Bock hier auf die Untauschbahn, ey. Stress alles mich voll. Jetzt aber! Goretzka? Ah, immerhin. Aus dem Premium-Goldspieler-Pack. Ohne garantiertes Rating. Nehme ich ihn mit. Trapp ist okay, Chat. Trapp ist okay. Ich werde so viele Duplikate jetzt hier haben. Das ganze Verein ist nämlich voll bei mir. Walkout. ZOM, Müller, okay, you take it. 87er. Also Benzema ist safe, fertig schon. Nur mit. Aber ey, läuft, Digga. Digga, doppelter Walkout. Schmeckt. Nächstes 45k-Pack. Ne, wir wechseln mal ab. Ich mach, kleines 50er-Pack. Nice. Suarez. Ey, nice. Alles aus Ligen-SBC-Chat. Alles wirklich. Ich habe nicht mal also was bezahlt dafür, weil die ganzen Bronzekarten mir das finanziert haben. Alle die Packs, die ihr seht, die 50 Packs, die ich hatte, eigentlich for free gemacht. Hat mich halt Zeit gekostet. 89er Suarez ist nicht spielbar, aber Futter halt, ne? Sehr guter Futter ist das. Die werden irgendwie auch nicht weniger, die Packs, ey, habe ich das Gefühl. Man kann keine WL spielen. Oh, Walkout wieder! Loris, aber ey Jungs, ihr seht das, es lohnt sich einfach, Digga. Digga, mein Verein ist so voll. Ich könnte, wenn ich wollte, weil ich glaube, ich mach's aber nicht. Ich könnte sogar ein Icon-Pack, glaube ich, machen, aber ich mach's nicht. Machen wir jetzt 50er tauschbar auf. 50er tauschbar. Walkout wieder, Alter. Heute so viele Walkouts. Ja, auch leider nur Verratti, aber 87er. Tauschbar. Digga, ich habe richtig viele Walkouts gezogen heute, ey. Wahnsinn, ey. Ohne Scheiß, also bei mir war die Packwelt eigentlich vernünftig. Klar, ich habe nichts krasses, mega teures gezogen, aber eins mache ich auf, eins Dreier-Set. Ein Dreier-Set öffne ich jetzt. Alter, komm, ich nehme mal von Messi oder Mbappé, wäre lustig jetzt. Oh! Ja, Philippe. Ah, besser als komplett Müll. Wenigstens 20k, wie viel der wert ist, mitgenommen. Vinicius dahinter, wie letztes Mal. Oh, nice. Sogar nicht mal so schlecht. It's not bad. Komm, mach ich das nächste direkt auch noch auf. Komm, scheiß drauf. Komm, let's go. Komm, yalla, Digga, komm. Jetzt oder nie. Jetzt, komm. Oh, nein. Oh, Hernandez. Hey, aber Hernandez. Ich weiß, er ist nicht mehr so viel wert, aber... Ey, es hätte auch Kanté sein können, ne? Alter, hätte auch Kanté und Mbappé sein können. Alter, fuck. Wie viel ist der wert noch? Aber der ist noch was wert. Oh, der ist noch 130k wert. Ey, der ist sogar noch was wert. Okay, komm, 100k Pack, 84 plus. Jetzt oder nie, dieser, wie heißt diese Kacke? Signature, bitte. Nein, nicht mal ein Walkout. 84 plus, nicht mal ein Walkout. Hakimi, ey. Ist noch was wert? Hakimi aber, ey. Ja, Hakimi ist aber nice. Ja, Hakimi ist echt nice. Ist das noch was wert? 50k noch, oder? Ey, ist nice. Okay, nehme ich. Come on, let's go. Walkout, Digga, Walkout. Lewandowski? Okay, nice. Ist nice. Take it. Ich habe heute eigentlich nur Futter gezogen, ne? Ich habe nichts krasses gezogen. Nur Futter, aber ey, nehme ich alles mit? 15 Stück nochmal von denen hier.
Oh, nochmal ein Walkout. Coach war auch nochmal hinterher. Ah, der Castillas. Was, heute läuft ja richtig gut, Junge. Nimm mich, den nächsten Walkout. Nimm mich, den anderen Polen. Den nehme ich auch noch mit, den Tschechen. Alter, was zieh ich denn heute gerade? Nimm mich alles mit, gar kein Problem. Take it. So, okay, wir gehen rein. Rang 2 ist das Ziel. Ich will 3 Picks haben für meinen Messi. Ich brauche den Messi in Rot. Ich brauche den in Rot. Das ist das Team. Ich denke, das ist sehr, sehr cool. Wir haben Diego Carlos geholt, der ist neu. Den testen wir heute aus. Wir haben Atal reingeholt, der wird auf der 6 spielen, weil wir werden dann den 6-Cam Klaus auf die RV tun und ihn auf die 8, nicht auf der 6, auf der 8, er spielt auf der 6. Wir haben Benzema heute als Doppelstürmer oder als 10er und er ist Doppelstürmer oder alleiniger Stürmer. Benjada, the Red. Und ja, wir haben die Rückkehr von Fekir, der kriegt auch ein Plus 1 demnächst. Bin ich auch mal gespannt, ob man das merkt. Und ja, hier die Bank, je nachdem, ist auch noch am Start. Oh, auch Benzema gemacht, Digga. Auch Benzema. Komm, Benzema. 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 Benze fucking ma. Hey, erster Eindruck, not bad. Benzema, jetzt hier. Schöner Pass. Komm, oh, was ein Pass von Benzema. Wunderschöner Pass. Ben Yedda. Upsala. Benjada ist Benjada Chat. Benjada ist jedes Jahr krass, sobald er eine Schwächekarte bekommt. Aber wir werden sehen, vielleicht ist es nur das erste Spiel so. Ist ja auch manchmal auch so. Benzema bis jetzt, ja, guter Job. Aber man muss auch sagen, Gegner ist jetzt nicht so krass. Müssen wir weiter testen. Okay, wir gehen rein. Nix. Oh mein Gott. Oh, das sieht. Eieiei. Mauer, greif nicht an! Finesse sind back, mein Freund! Finesse sind back! Let's go! Bisschen lucky, aber ich nehm's mit. Oh, ein Papier ist so unfair, Mann. Stark, Van der Sar. Van der Sar top bis jetzt. Fehlerfrei, der Junge. So nicht, Digga. Ich bin extra schon früher gelaufen. So nicht, EA. Bin extra früher gelaufen. Ich bin extra früher gelaufen mit Diego Carlos, Digga, dass er trotzdem so ankommt. Nein! Oh mein Gott, ihr wisst alle! Ihr habt's. Alter! Das ist lächerlich, Digga. Ich finde das Spiel absolut lächerlich. Fofana, Junge, in dein Gesicht, Junge. Big Boy Fofana. Let's go! Let's go, Alter, hier. Okay, Serie A mit Franzosen. Boah, hat er gut gemacht, der Gegner. Ey, gut, der Gegner ist richtig gut. Boah, Van der Sar, Junge, bist jetzt echt stabiler, Junge. Wow, Ben Yedda, Mann, er ist so krass, Digga. Ah, okay, das war's. Ja, GG, man. Ah, gut gemacht vom Gegner. Jetzt. Nein, das gibt's nicht, ey. Wir sind im Tor, Alter. Benzema, wie machst du jetzt? Yeah, easy finish for Benzema, carry him the dream. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt so. Stark gemacht. Benzema easy fin. Sehr sein Lloris. Wirklich wieder hält sein Lloris. Digga, es gibt's nicht. Nein, verkackt. Benzema! Karim, the fucking dream, man. Oh, Chong. Okay. Schöner Pass. Fick hier. Likuir. Schönes Ding. Nein, so lucky. Das ist so lucky. Das ist actually fucking lucky, man.
Fanzimmer. Nein! Torte gemoved, ich hab Torte gemoved, Mann! Ich hab. Ja, Vinicius, oh mein Gott, Digga! Wow! Jawoll, fang das an. Come on, Big. Ja, ich wusste es eigentlich, dass er mittig schießt. Voll Glück gehabt. Fuck. Digga, woher weiß der das denn? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Digga, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Digga. Das war wie gestern, Digga. Gestern kam die auch nicht mehr dann. Ende. Morgen geht's wieder wahrscheinlich wieder weiter oder so eine Scheiße. Ja, jetzt komm! Mbappé! Ah, okay, aber ist in Ordnung. Ja, Mann, Alter. Oh mein Gott, jetzt Mbappé, Junge. Da ist nichts Scheiß auf die Flash-SBC. Ja. Messi aber. Jeez. Durch die Beine dann, Alter. Einfach durch die Beine von Natal. Bitte, Benzema. Digga, ich komm doch nicht drauf. Glaub, was dir passiert. Oh, Elfmeter? Für was? Für was krieg ich Elfmeter, Chat? Elfmeter, okay. Ich krieg Elfmeter, keine Ahnung. 86 Chemie aber. Oh, come on, man. Digga, was ist das für ein Team? Benzema, Junge, da bist du doch. Digga, Junge, ich schwisse. Ey, fand das als wirklich der beste Tor, glaube ich. Ohne Scheiß. Nein, ich bin so schlecht einfach. Ich schwöre, ich bin schlecht. Boah, das ist ein. Boah, was ein Team nochmal zum Schluss. Okay, das könnte eine Niederlage sein. Na, das wusste ich. Dieser ekelhafte Pass auf Mbappé. Ja, danke, Alter. Fand das auch so gut, man. Alter. Benzema? Nein, finish doch, Benzema. Was ist denn mit dem Finishing jetzt los? In der ey, scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, fand das. Ja, ich kann wieder nicht hin rausspielen, obwohl ich schon. Ja, so, ich sag dir so unnötig, Digga. Ich hab den Ball gewonnen, ich kann wieder nicht passen. Okay, Chat. Kurze Teambewertung. Fangen wir wie immer von hinten nach vorne an. Van der Sar, nach 7 Spielen, kann ich schon fast sagen, das ist wahrscheinlich der beste Torwart, wenn nicht sogar, nicht wahrscheinlich, sondern ist der beste Torwart, den ich gespielt habe. Der Wahnsinn, was der abgerissen hat. Der hat mich sehr viel Spielen im Spiel gehalten. Krasse Paraden. Nicht einen Fehler gemacht. Paraden, die nicht selbstverständlich sind. Ich verstehe, warum viele sagen, er ist der beste Tor im Game. Wahnsinn. Wirklich. Preis-Leistung kann man hier sogar echt vielleicht sogar sagen. Ja, er ist eine Icon, also Link zu jedem. Und er ist krass. Kann man vielleicht sogar sagen, fair. Ich habe gesagt, normalerweise ist kein Tor über 50 oder 100k wert, aber er war wirklich heute sehr, sehr krass. Deo Carlos war gut. War sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Hat sich auch nicht mal so langsam angefühlt. Ja, ich dachte erst 80 Pace. Gibt welche, die haben mehr Pace. Hat sich gut angefühlt. War gut, Digga. Kriegt eine 1. Ohne Scheiß. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Kann aber jemand anders gewesen sein, deswegen will ich nicht die Schuld geben. Ein paar Fehlpässe hinten raus wegen Bigfoot, aber kann auch Dante gewesen sein oder jemand anderes. Ich habe nämlich da nicht auf den Namen geachtet. Sonst wirklich gut. Für den Preis 70.000, 1, gebe ich eine 1, lohnt sich. Atal kostet glaube ich jetzt nur 120.000, ist halt getroppt. Hab ihn heute auf der 8 gespielt, nicht als RV, wichtig auf der 8. Ich habe ihn umgeswitcht und war sehr gut, hat mir gefallen. Ist er die Münzen wert? Muss jeder selber wissen. Wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen choppen die Tage, wenn noch mehr Lightning rauskommen. Wenn er unter 100k choppt, kann man ihn ja eh überall spielen. 6er, 8er, RV. Und auf der 6, auf der 8 hat er mir sehr gut gefallen. Ja, defensives Verhalten war sehr gut. Stand immer dann richtig.
Was halt in Anführungsstrichen ein bisschen nicht so gut war, es liegt vielleicht an, auch an Fofana, der hat nämlich hoch und er hat hoch-mittel. Beide wegen den Arbeitsraten, dann brauchst du, glaube ich, wenn du hoch-mittel hast, einen, der mittel-hoch oder niedrig-hoch hat. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben mich ein bisschen im Stich gelassen, dass ich immer mit den Viererketten verteidigen musste und kein Sechser und Achter hinten war, obwohl es nicht mein Konter war, ne? Sonst war der gut, mit und ohne Ball gut. Gutes Passen, gutes Schießen, 5-4-5. Kann man nicht meckern. Sehr, sehr gute Karte. Wie gesagt, wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen günstiger. Klaus, ja, ich sag mal so, war okay. Mehr als okay war der nicht. Hakimi und so ist schon besser. Mehr muss ich nicht sagen. Dann hatten wir noch Bonzema, Flashback. Heute auf der 10 und ich muss sagen, der kann vieles. Er fühlt sich schneller als 89 Tempo an, beziehungsweise er fühlt sich an wie 89 Tempo mit Engine. Also 90 plus, also nicht langsam. Dribbling, bin ich ehrlich mit euch, hat 90 Dribbling, muss man drauf klarkommen. Ich glaube, wenn einer drauf klarkommt, wie er sich dribbeln lässt, ist er vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich bin ehrlich mit euch, sein Dribbling hat mir nicht so gut gefallen. Wie Ronaldo ein bisschen, so diese großen Schritte so mäßig. Und auch die Ballkontrolle hat mir nicht so gut gefallen. Obwohl er 92 Ballkontrolle hat, der hat die Bälle immer so angenommen und immer so weit nach vorne gelegt. Ich mag das nicht. Ich mag das lieber wie bei Messi, so enge Schritte, ne? So diese kleinen Schritte. Wie bei den Ben Yedder, da komme ich auch gleich nochmal. Der macht diese großen Schritte, hat mir nicht so gefallen. Ansonsten muss ich sagen, mit Engine passen geht fit, gutes Passen. Schießen war im Großen und Ganzen auch gut. Hat am Ende leider im letzten Spiel ein, zwei Chancen liegen gelassen. Weiß nicht, ob es seine Schuld war oder meine Schuld. Auf der 10 kann man machen. Preis-Leistung war gut. Kostet, glaube ich, 90.000. Kann man sich ercraften nebenbei jetzt. Finde ich gut, wenn du den einbauen kannst. Ist natürlich jetzt wieder kein absoluter Öler. Also wenn du ein Öler bist, brauchst du jetzt nicht den machen und denken, der wird besser als Neymar oder sowas sein. Aber für jemanden, der mal spielen will, for fun und Benzema feiert, kann man auf der 10 spielen. Stürmer, weiß ich nicht, müssen wir nochmal testen, aber auf der 10 ging der fit. Ich sag mal so, ist jetzt nicht ein Schnäppchen für 90k, aber ist okay, kann man machen mit Craften. Und Ben Yedder, ich weiß, ich mache mit dem Verlust, der ist, glaube ich, jetzt schon bei, keine Ahnung, unter 800k, wird wahrscheinlich insgesamt 200k oder so mit ihm verlieren. Ist gut, Jungs, ist wie jedes Jahr eigentlich. Ben Yedder Special Karte spielt sich jedes Jahr gleich. Und das ist overpowered, ne? Sehr gutes Dribbling, sehr, sehr geiles Dribbling. Nicht nur gut, es ist sehr, sehr geiles Dribbling. Pace war, ja, muss ich sagen, könnte besser sein. Ist kein 97 Pace, hat die Laufsteuer leider nicht gewonnen. Und da komme ich auch noch zu einem anderen Schwachpunkt. Sein Körper ist auch nicht der beste, wird leicht weggedrückt. Aber, ja, 5 Stellen Weakfoot war geil. Also jeder Schuss gefühlt drin. Passen war, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also es ist einfach wie Ben Yedder. Wenn man Ben Yedder schon mal gespielt hat in den letzten Jahren, weiß man, was man bekommt. Das ist, kriegst du auch dieses Jahr. Ich würde natürlich jetzt erstmal nicht kaufen. Der wird wahrscheinlich Cyber Monday, kommen ja noch mehr Lightning Runs, noch mehr droppen. Wenn er so auf 400-500k droppt, dann kann man wahrscheinlich überlegen, ob man den mitholt für eine Million oder 900-800k. Vielleicht auch ein bisschen so teuer, wenn man überlegt, dass die anderen Karten schon sehr, sehr günstig ist. Zweite, 35er, 82 plus, come on. Was ist das denn? Ich hab einen! Ich hab einen gezogen! Ah, ist das tauschbar? Ich weiß es nicht, aber ich hab einen gezogen. Ich weiß nicht, ob er tauschbar ist. Wenn nicht, kann ich ihn beim nächsten SBC abgeben. Ich hab einen gezogen zum Schluss. Ich hab noch einen gezogen. Da tauche ich sie noch irgendwas, Mann. Ey, ist nicht das Beste, aber ey, es ist besser als nix, Jungs.